Also, wer anfängt, die Pille zu nehmen, bekommt erstmal gesagt, pass mal auf, du nimmst 3 Wochen lang die Pille und dann machst du eine Woche lang Pause und so weiter. Und irgendwann mal stellt sich bei vielen auch die Frage, bin ich da geschützt oder bin ich nicht geschützt? Hier kommt die Antwort. Über 50% der Mädels und junge Frauen verhüten heutzutage mit der Pille. Aber ich habe festgestellt, viele wissen überhaupt gar nicht, was macht die Pille eigentlich in deinem Körper und mit dir. Viele, viele Fragen erreichen mich auf TikTok. Ich heiße Sheila, ich bin Gynäkologin und wir gehen heute der Frage nach, was macht die Pille mit dir und was macht sie nicht. Es funktioniert so, wenn du die Pille schluckst, kommen Hormone an in deinem Körper, die dem Körper signalisieren, stopp, wir haben schon genug Hormone. Und dann macht der Eierstock so, okay, ich muss nichts mehr arbeiten, der legt sich zur Ruhe und die Pille übernimmt die Funktion des Eierstocks. Was dann passiert, ist, dass die Pille dem Eierstock sagt, du musst keinen Eisprung machen diesen Monat und ohne Eisprung kannst du nicht schwanger werden. Also du kannst nicht von der Pille unfruchtbar werden, Gott sei Dank auch. Was aber passieren kann, ist, wenn du die Pille erstmal absetzt, dass der Eierstock erstmal so, du musst erstmal so ein bisschen wach werden. Wer morgens gerne länger schläft, weiß, wie es ist, wenn man ungewollt geweckt wird. Man braucht manchmal ein bisschen, bis man in den Gang kommt. Ja? Und deswegen kann es sein, dass wenn du die Pille absetzt, dass es einfach mal ein bisschen braucht, ja, bis der Eierstock sich warm gelaufen hat. Aber echt, don't panic. Ja? Dein Eierstock weiß, was er zu tun hat. Und er wird genau das tun, was er vor der Pilleneinnahme getan hat. Du bist während der 7 Tage Pillenpause geschützt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber warum macht man diese 7 Tage Pause? Es hat ein bisschen den Sinn, es falls sich so ein bisschen Schleimhaut während des Monats aufgebaut hat in der Gebärmutter. Wenn du Pause machst, dann kann die rausbluten. Aber oft ist da so wenig, dass da gar nichts abzubluten gibt. Also Fazit, du kannst die Pille auch durchnehmen. Und es wird empfohlen, eigentlich nur einmal im Jahr eine Pause zu machen, damit wenn sich da irgendwas angesammelt hat, dass das abfließen kann. Wenn du die Pille haben willst, geh einfach zu deinem Frauenarzt und lass dir die Pille verschreiben. Das ist nämlich ein verschreibungspflichtiges Ding, das heißt, du kriegst ein Rezept dafür. Und die Pille wird sogar von der Krankenkasse vollständig bezahlt bis zum 22. Lebensjahr. Viele Mädels, die Akne haben und lauter solche Kram oder schlechte Haut, kriegen tatsächlich von der Pille eine deutlich bessere Haut. Das ist wirklich schön. Die Pille kann auch noch viele andere Vorteile haben. Zum Beispiel wirkt die Pille richtig, richtig krass gut gegen Regelschmerzen. Super, super geil. Also das heißt, wenn du einmal im Monat ausfallen musst, weil deine Periodenschmerzen dich regelmäßig davon Socken hauen, ist die Pille ein richtig, richtig guter Tool, um das in den Griff zu bekommen. Also manche Mädels nehmen ein bisschen zu von der Pille, meistens ist aber nicht so dramatisch, aber 1-2 Kilo können schon normal sein. Die Pille hat aber nicht nur Schokoladenseiten, wie wir wissen. Eine typische Nebenwirkung von der Pille sind beispielsweise Depressionen, also so einfach total kacke drauf bist und du weißt nicht wieso. Du willst alle anschreien, du könntest ständig heulen, du fühlst dich immer nur mies. All diese Dinge können auch von der Pille kommen. Denk daran bitte. Die Pille wird ja in der Leber, also in unserer Leber, muss die erstmal umgebaut und ausgepackt und so weiter werden. Und weil es über die Leber geht, kann es sein, dass die Blutgerinnung aktiver wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du gefährdeter bist eventuell für eine Thrombose. Eine Thrombose ist, wenn in den Blutgefäßen sich Blut verstopft, richtig wie so ein verstopfter Abfluss. Und das ist nicht nur doof, sondern es kann weitere Folgen haben. Weil diese Verstopfung in dem Gefäß, da löst sich davon ein kleiner Krümel ab und kann sich in die Lunge festsetzen. Das gesamte Ding nennt man Lungenembolie. Und das ist extremst scheiße, weil dann kriegst du keine Luft mehr und musst ins Krankenhaus auf die Intensivstation. Es ist, wenn es passiert, recht ernst, aber es ist sehr, sehr selten. Aber wir müssen darüber sprechen, weil diese Dinge kommen vor. Und die Pille sind halt nun mal keine Bonbons, die man irgendwie so schluckt, sondern es ist eine Pille mit einer guten Wirkung, aber mit auch Nebenwirkungen. Und was du auf gar keinen Fall machen darfst, wenn du die Pille nimmst, ist Rauchen. Weil Rauchen steigert jetzt auch nochmal die Thromboserisiko und kann sogar einen Schlaganfall auslösen in Zusammenhang mit der Pille. Deswegen Leute, Rauchen ist scheiße, Smoking sucks, es ist peinlich, es stinkt und es kostet nur Geld. Liegt euch sonst noch was auf dem Herzen? Zu welchen Themen würdet ihr euch auch so ein Q&A-Ding wünschen wie jetzt? Schreibt bitte unten in die Kommentare. Mehr Videos zu diesen Themen gibt es auf Dr. Sex bei TikTok mit meinem coolen Kollegen und Homie Dr. Volker. Ansonsten lasst gerne hier auf dem Kanal ein Abo da.